Der Weltmenopausetag, 18. Oktober, das ist natürlich gefundenes Fressen für Me Not Pause. Das ist eine großartige Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen zu informieren, die Gesellschaft zu informieren, was ist Menopause und Menopause aus der Tabuzone zu holen. Ich habe wenige knackige Fragen gestellt an Dr. Saskia Appelhoff. Sie ist Co-Founderin und Co-CEO von Me Not Pause. Ist Menopause im Jahr 2024 tatsächlich noch ein Tabuthema? Ja, absolut. Fast die Hälfte der Gesellschaft sieht, dass es überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Das Umfrageergebnis, das dich am meisten beeindruckt hat? Das Ergebnis, was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass jeder Siebte die Wechseljahre mit einem Verlust der Weiblichkeit assoziieren. Wieso verbindet man denn überhaupt Menopause mit Verlust der Weiblichkeit? Menopause oder Wechseljahre verbindet man, glaube ich, mit dem Verlust der Weiblichkeit, weil der Zyklus, der die Frau auch stark prägt, dann beendet ist und die Weiblichkeit dann damit auch verschwindet. Aber wieso bleibt denn das Thema immer noch unterschätzt, wenn so viele Frauen, es gibt ja die Bewegung 9 Millionen, wir sind 9 Millionen, wieso bleibt das Thema immer noch unterschätzt? Das Thema bleibt immer noch unterschätzt, weil es auch immer noch sehr negativ und schambehaftet behandelt wird. Es werden viel die negativen Aspekte hervorgehoben und positive Aspekte fallen da oft komplett runter. Welches Umfrageergebnis hat dich positiv überrascht? Dass jeder Zweite die Wechseljahre mit positiven Aspekten verbindet. Das fand ich sehr schön. Mit welchen positiven Aspekten verbindet jeder Zweite die Wechseljahre? Die positiven Aspekte, die damit verbunden werden, sind vor allen Dingen ein Neustart und die Gelegenheit, das Leben nochmal neu zu starten mit mehr Energie. Wenn du dir die Welt malen könntest, wie würden Frauen in der Menopause unterstützt? Wenn ich mir die Welt malen könnte, würde ich wünschen, dass alle Frauen ab 40 wissen, was sie in den Wechseljahren erwartet, dass sie die Werkzeuge und das Wissen an der Hand haben, damit sie selbstbestimmt und positiv durch diese Zeit gehen können. Und welche Unterstützung erwartest du von der Gesellschaft und von Arbeitgebern? Ich erwarte von der Gesellschaft, dass sie vor allen Dingen offen darüber sprechen, dass es nicht tabuisiert ist, und die Arbeitgeber, dass sie unterstützen mit Flexibilität und aufeinander zugehen. Prima, vielen Dank.